Augsburg. Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles schließt eine Urwahl der Parteivorsitzenden für die Zukunft nicht aus. Wir werden diskutieren und prüfen, wie wir unsere Mitglieder noch stärker beteiligen, sagte Nahles der Augsburger Allgemeinen. Dazu nehmen wir uns in unserem Erneuerungsprozess ausreichend Zeit. SPD-Vize Olaf Scholz, inzwischen Kommissar Riskier, Parteichef, hatte entsprechende Forderungen der Parteilinken am vergangenen Wochenende noch zurückgewiesen. Für eine Urwahl müsste ein Parteitag zunächst die Satzung ändern. Besonders die Parteilinke macht sich dafür stark. Nahles zeigte sich nach den ersten Diskussionsveranstaltungen an der Parteibasis optimistisch, dass es beim SPD-Mitgliederentscheid eine Mehrheit für die Große Koalition geben werde. Ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere Mitglieder den gesellschaftlichen Fortschritt erkennen, der im Verhandlungsergebnis des Koalitionsvertrags stärkt. Diese Meinung spiegelt auch das Ergebnis einer Umfrage wider. Dieser zufolge stößt eine GroKo auf große Zustimmung in der SPD-Anhängerschaft. Dort plädieren 66% für ein erneutes Regierungsbündnis mit CDU/CSU, wie eine am Donnerstag bekannt gemachte Erhebung von Kantar Emnet für die Zeitungen der Funke Mediengruppe ergab. Aktuelle Club-Events: Dienstag, 20. Februar 2018, 18.30 Uhr Düsseldorf, Diamanten als Investment. Mittwoch, 21. Februar 2018, 18 Uhr Köln, Whisky Tasting mit Schlumberger. Donnerstag, 22. Februar 2018, 19.30 Uhr Köln, Nicolas Butler liest aus seinem neuen Buch Die Herzen der Männer. Montag, 19. Februar 2018, 10 Uhr Berlin, Global Business Strategy Day. Dienstag, 20. Februar 2018, 19 Uhr Köln, Investment Live. Montag, 19. Februar 2018 Berlin, 23, Handelsblatt Jahrestagung Pharma 2018 zum Wirtschaftsclub. Demnach würden nur 30% der SPD-Anhänger eine Neuwahl bevorzugen. Im Lager von CDU und CSU sieht es noch deutlicher aus. 78% der Unionsanhänger sind für die Große Koalition. Nur 17% fänden es besser, erneut die Wähler zu befragen. Ob es zu dem Bündnis kommt, liegt nun in den Händen der 460.000 SPD-Mitglieder, die über den von den Parteispitzen ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Das Ergebnis des Basisvotums soll am 4. März vorliegen. Zur Zukunft von Außenminister Sigmar Gabriel vermied Nahles jede Festlegung. Wir werben mit guten Gründen dafür, dass wir in diese Regierung eintreten und die Erfolge des Koalitionsvertrags umsetzen, sagte sie. Mit welchem Personal wir das tun, klären wir, wenn wir dazu den Auftrag haben.